man reifer wird, spielt man anders, so ist das nicht die Leitung. Das ist gleich geblieben, weil der Kamerad ein Defensivspieler war, im Gegensatz zu Thomas, der also Offensivspieler ist. Wobei ja du warst nicht der Liebste, dass du mal spielen Bälle mal hätte ich nicht zurückschlagen, das war doch eure Spieltechnik früher. Das ist klar, aber nur zum Einspiel nur als Schaukampf. Ich kann mich noch erinnern, habe ich eben schon gesagt, das ist aber mittlerweile schon Vivian her, dafür habe ich mit meiner Tochter mal in Jugoslawien Schaukampf gemacht. Da hat sie geschmettert und ich habe Ballonverteidigung am Strand. Günther Grüße, weißt du das noch? Ja? War gut. Und was gab es damals an Gage im Schaukampf? Abendessen oder mehr? Das war for fun, just for fun. Und Lütter war damals auch Stadtmeister im Tischtennis, also der Apfelfini war vom Birnbaum, ist ja klar. Aber sie ist dann zu einer anderen Sportart gewechselt. Musste nicht wie Wien alle Tischtennis spielen, gab es einen ordentlichen Sport, aber mit einem größeren Ball. Geil. Ja, tut mal seiner Fußball gespielt. Ich habe gestern trainiert, war richtig geil. Aber ich habe nur damals Fußball gespielt bei der glorreichen Zeit. Da sind wir Bandmeister in Bersen geworden. Man muss keine Angst vor dem Ball haben, man muss ziemlich stabil sein. Und kaputt hauen kann man den, glaube ich, nicht. Er hat einen Durchmesser von 4 cm und ich habe eben Turbo Rosi gefragt, wie schwer ist der Ball. Da sagte selbst ein ehemaliger Weltmeister auf Teilnehmer, weiß ich gar nicht genau. Und der Tisch wird jetzt nicht gebogen, weil wir nur ausgelost mit dem Ball und noch mehr aufschlagen haben. Jetzt gucken wir genau hin, ob der Ball oberhalb der Platte bleibt oder unter dem Tisch aufgeschlagen wird. Mal sehen, wie der erste Aufschlag geht. Ganz schön gemein, jetzt hat sich den Ball fallen lassen. Wer zählt eigentlich? Sie zählen da oben. Sie zählen bei Rahmen, Sie zählen bei Erik, okay? Ich kann nicht zählen, Mathe war ich mal nicht anwesend. Eisreiter, danke. Das ist ein toller Rückschlag, falls du sie brauchst. Das war ein Return, wie aus dem Leben war. Das ist schon die beste Spielstelle. Dafür braucht man kurz schnelle Beine drauf. Mehr davon bitte. Super.
Da war alles drin. Dann so ein vermeintlicher Deichler war, ohne vermeintlich. Wenn der geschnippelt kommt, ist da nicht viel zu holen. Das ist die schöne Antwort. Ein deutscher Jugendmeister 2008 zeigt dem Senior mal eben, wie es aufgeht. Natürlich nicht. Da ist er. Morgen kommen wir 20 Jahre schon bei der Wetter geworden, er hat mir vorher gestanden, er hat ein paar Kilos früher umgehen, ja, gar nicht, weiß ich auch nicht wo. Aber er sieht dann, seine Frau ist schwanger und er muss für die Frau mitessen dann. Der Schwangerschaft ist und er meinte, er hat ein Kilo zugenommen. Er freut sich, Papa zu werden, er hat am Samstag eine Tischtennisschule in Böblingen. Der junge Mann kommt aus Böblingen, heute Morgen extra hierher gefahren. Sein Gegenüber Erik Bottroff ist deutscher Jugendmeister 2008, kommt aus Wittenberge, arbeitet bei Schüler mitgemacht und Ausbildung und spielt, glaube ich, für Herne und ist der Bundesliga-Aufsteiger, freut sich auf seinen ersten Saison in der ersten Liga. 2 Meter und passt eigentlich gar nicht zum Tischtennis, dachten wir erst im Basketball und Volleyball. Aber es ist der Vorteil der langen Reichweite. Im Nachteil vielleicht, man ist aus den Beinen nicht ganz so schnell wie etwas kleiner gewachsen. Aber das Leichtathletik, wie wir gesehen haben, toll aus. Und die Männer meine, wir wollen auf den zweiten Platz.